Heute zeige ich euch mein Trade in der Walgreens Boots Alliance Aktie. Hier hatte ich vor 3 Monaten schon mal einen Trade vorgestellt. Oben rechts hier könnt ihr dieses Video dazu auch nochmal anschauen. Und heute erkläre ich euch, warum ich hier wieder einsteige in diese Aktie, obwohl damals ein Verlust entstanden ist. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich zeige jeden einzelnen meiner Trades live, meine Performance live. Oben links seht ihr meine Monatsergebnisse meines Tradings und auch meine Performance-Kurve dazu. Den Link zu meinem Trading-Portfolio könnt ihr unten in der Videobeschreibung einsehen. Dort könnt ihr dann jederzeit ganz genau einsehen, welche Trades ich offen habe und was ich hier handle. So, dann legen wir direkt los. Ich werde jetzt hier mal meine Trading-Strategie zeigen und warum es wichtig ist, nach einem Verlust dennoch, wenn man ein Signal in einer Strategie bekommt, wieder den Trade mitzunehmen. Wenn wir jetzt hier schauen, kurz erklärt, was ist wichtig in dieser Strategie. Ich möchte eine Art Aufwärts-Move sehen und haben. Dazu ist wichtig, dass wir eben der Kurs hier von unten nach oben sich bewegt. Punkt Nummer zwei ist, dass die gleitenden Durchschnitte hier nach oben sich bewegen, die grüne über der roten ist. Wenn wir das haben, dann kann ich zum nächsten Kriterium gehen. Und zwar, ich möchte eine Impulskorrekturbewegung sehen. Das bedeutet, vereinfacht dargestellt, eine schnelle Bewegung nach oben wie hier, eine schnelle Bewegung, wie wir es hier hatten, darauf folgend eine Korrektur. Die Korrektur ist immer langsamer als der Impuls zuvor, wie wir es hier auch gesehen haben. Und wenn der Markt dieses Muster zeigt, dann möchte ich einsteigen. Und hier erwarte ich dann jedes Mal wieder, dass wir wieder einen Impuls sehen, immer gegen die Richtung der Korrektur. So, das jetzt grob zur Strategie gesagt. Und genau dieses Signal hatte ich damals auch. Hier war mein Stop-Loss, mein Ziel hier oben. Danach ist der Markt aber entgegengesetzt gegangen und das ist auch ganz wichtig, dass man dann die Verluste wirklich auch realisiert im Trading, weil man weiß ja nicht, der Markt kann einfach hier weiter nach unten rauschen. Der Markt ist hier ein bisschen nach unten gefallen, hat hier dann aber einen Boden gebildet, was man hier auch schön sieht. Hier gab es Unterstützungszonen, hier die Zone, hier die 2 Punkte und hier der Punkt. Also hier reagiert der Markt, genauso auch hier der Punkt. Hier hat der Markt jetzt hier auch wieder reagiert, ist dann wieder hochgelaufen und jetzt habe ich hier ein neues Signal bekommen, weil der Markt wieder in diesen alten Kanal reingesprungen ist. Der Markt ist also dann hier wieder hochgegangen und jetzt, heute haben wir eine sehr starke Dynamik nach oben gesehen, circa 4% ist der Markt hier heute an dem heutigen Tag gestiegen und jetzt direkt steige ich wieder ein, bin ich wieder eingestiegen, hier bei der 50-50. Und mein Stop-Loss ist bei der 45 unten. Und jetzt ist mein Ziel oben, dieses Mal bei der 72,80. Und zwar das Ziel ist das Vierfache von dem, was ich hier riskiert habe. Und ja, jetzt wird man eben sehen, wo der Markt hinläuft. Entweder er stoppt mich im Verlust aus oder er wird oben ins Ziel laufen. Zwischendurch wird hier kein Stopp nachgezogen oder Gewinn abgesichert, sondern entweder oben oder unten. Und das wird dann das Ergebnis dieses Trades sein. So, also hier war jetzt ein Wiedereinstieg möglich. Was müsste denn passieren, dass ich hier nicht mehr in diesen Markt einsteige? Und zwar, das kann ich kurz mal direkt zeigen, falls der Markt jetzt hier anfangen sollte, doch nicht nach oben wegzulaufen, sondern hier wieder einen Schub nach unten macht, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die gleitenden Durchschnitte hier nach unten gehen und sozusagen die grüne hier, dann die rote, wenn das jetzt hier die grüne wäre, die rote eben überschneidet, das hier wäre dann die rote EMA. Und dann ist komplett das ganze Bild vorbei. Dann kann ich hier auch nicht mehr einsteigen, da muss ich wieder komplett warten, bis wir den Struktur nach oben sehen, bis wir sozusagen wieder einen Impuls sehen. Also beispielsweise kann ich hier direkt mal kurz aufzeichnen, wenn das jetzt hier, wenn der Markt jetzt hier runter geht, dann ist sozusagen hier das Bild kaputt. Und dann muss ich hier wieder einen Impuls nach oben sehen und darauf folgen dann eine langsame Korrektur. Gleichzeitig müssen die EMAs sich wieder nach oben schneiden, so wie hier. Und dann könnte ich hier wieder einsteigen. Das wäre dann einige Monate später, allerfrühestens, falls der Markt hier dieses Szenario hier zeigen sollte.
So, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal unten rechts, aktiviert die Glocke. Ich werde hier jeden Trade, jeden einzelnen meiner Trades, den ich hier live handle, auch weiterhin vorstellen, meine Depot-Ergebnisse vorstellen, meine Performance zeigen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.